Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Blaue Edition mit Samkübigatze, meine Wenigkeit. So, wir gehen jetzt rein in die Amazone. Ich habe mir jetzt mein Mausziel trainiert. So, falsche Tab. Ja, großartig, willkommen auf der Amazone. So, wir werden jetzt alle auf der Amazone Blatt machen, standardgemäß. Der hat Flumm Vulpix und Vulcano oder ein Bonita und Vulcano. Ich weiß es nicht mehr ganz direkt. Ich glaube auch ein Vulcano und ein Bonita. So, wir nehmen erstmal Biss. Level 23 sogar schon. Puh, Alter. Hey, wirkt nicht. Nee, noch ein Vulkan, okay. So. Idiot. Warte mal, geht's hier unten weiter? Ich glaube schon, oder? Geht's doch weiter. Ja, genau. Hier wollen wir doch hin. Hier wollen wir unsere Reise starten. So, hier ist, glaube ich, die letzte Tür. Genau, hier ist die letzte Tür. Ich besitze eine Wasserpumpe. Das ist ein bisschen blöd, ne? Ah, typisch Angler. Typisch Angler. Hier auf der Messer kannst du gut einen Elektro-Pokémon trainieren, ey. Oh, Wickel. So, Zahltag. So, es liegen deine Münzen verstreut. Stern, du? Den Kampf nehmen wir natürlich an, das ist ja ganz klar. Mein Mautz braucht nur noch 5 Level, dann haben wir da ein geiles Duplikat. Was mega nice ist. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie beschissen das war, das Mautzi zu trainieren. Die Sache war ja, ich habe mir offline Mautzi gefangen. Das war Level 12. Dann wollte ich das Mautzi trainieren. Kurze Zeit später, vielleicht das dritte Pokémon, was danach kam beim Trainieren, das war auch Mautzi Level 10. Also habe ich dann das Level 10 gefangen und hast dann von Level 10 bis 23 trainiert. Boah, ist das oft gestorben, du. Das kann ich euch sagen. Das Ding ist oft gestorben. Wie ich dann neben der Diktohöhle, die ich gezeigt habe, dort trainiert habe und immer auswechseln musste. Boah. Das war echt nervig. Also richtig nervig. Versucht, Kreideschrei zu lernen. Rotz. Aber noch 4 Level, dann haben wir ein geiles Snoopy-Cat. Geil. Einfach nur geil. Nee, ich nicht lernen. Nicht lernen. Brav. So, wir gehen weiter. Ein Macholo. So, da tauschen wir natürlich um. Bisasam, komm, Bisasam. Komm, kleiner Tackle hier. Ein kleiner Armstupser. Scheiße, der kleine Armstupser zeigt ja Fliegenschiss. Warum? Ah, Energiefokus hat der Pisser genommen. So. Krankenhieb. Volltreffer. Das war ein nicer Volltreffer. Warum?
du Stück. Mann, 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 ey. Dieser scheiß Energiefokus, ey, ist der Wahnsinn. So, hier haben wir noch ein Item. Als wenn ich das vergessen würde, ich bitte euch. Auch Seeleute besitzen Pokémon. Oh mein Gott. Die meisten Matrosen haben alle nur Tentara. Das ist ein bisschen nervig, ist, ey. Genau deswegen. Das ist eher suboptimal. So, nochmal Biss. Das wäre geil, wenn du zurückschrecken würdest. Kacke. Schade. Schade, schade, schade. TM44. Und weiter geht's mit der wilden Fahrt. So, die könnte man einfach umgehen, wenn ich wollte, aber. Leute, ihr wisst doch. Na, Sepa, was geht? Kleiner Bro. Ah, schade. Blubber. Ach, zum Glück Nagelknarre. Scheiße, ich bin langsamer geworden. Das ist ein bisschen blöd. Komm, Level 25. Komm, packen aus. Fuck. Noch ein Sepa. Komm, wir lassen ihn drin. Wir kämpfen bis zum Schluss. Bis zum bitteren Ende. Kleines Modes, los! Scheiße, ich wollte Zeittag nehmen, verdammt. Ein bisschen extra Kohle, wisst ihr? Denn wenn Modes die Zeittag einsetzt, dieses, das einzige Pokémon, was überhaupt Zeittag lernt, von sich aus. Oder gibt es doch ein Pokémon, was Zeittag lernen kann? Ich überlege gerade. Mir fällt spontan gar kein Pokémon ein. Oh, zum Kotzen. Warte, ich hab doch einen Hypertrank. Ich nehme einfach den Hypertrank, den ich gefunden habe. So, kann weitergehen. Cooles Muschas. Oh fuck, ich hab bis nur noch 10 Mal. Das ist ein bisschen blöd. Da hat sich dann den Überdrang zu opfern ja richtig gelohnt, ey. Wahnsinn. Volltreffer. Sehr schön, sehr schön. So, mein kleiner Freund. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der Zeittag. Man kann natürlich den Zeittag nicht unendlich einsetzen, dass man unendlich Pokémon-Dollar kriegt. Da
Das geht natürlich nicht. Krass, wenn es gehen würde, aber nein. Zumindest will ich jetzt nicht, wie es in der ersten Folge. Ersten Generation ist, ob man das so nennt, ich glaube, das wurde dann irgendwann, wurde das dann angeglichen. Sehr schön, sehr schön. Kilo runter, das war's mich. Ich sehe jetzt selber, ich kriege jetzt nicht die heftigsten Geldbeträge. Ich habe bis jetzt, glaube ich, nur 50 gekriegt. So, gehen wir hier rein. Hier ist ein Gegner. Der kämpft, glaube ich, mit dem Pikachu. Okay. Oh, Nidoran männlich. Okay. Und der Zahltag. So, was haben wir denn hier? 26. Geil. Perfekt. Nidoran weiblich. Zahltag. Boah, das sagt ja nichts. Nichts sagt das. Ich muss eh gleich bald aufladen. Machen wir erstmal Zahltag. Tun noch ein bisschen Geld farmen. So, gehen weiter. Okay, die rennt einfach nur oben. Das ist ein Knuddelupf. Okay, die wollen kämpfen. Oh, ich hätte noch zu gern das Level, ey. Oh mein Gott, Leute, die hat unzählige Pokémon auf ihren Reisen gefangen. Und was hat sie? Zwei. Das nenne ich unzählig. Das ist der Biss. Warum schreckt denn kein Pokémon zurück? Ist doch scheiße. Ruckzuck lieb am Arsch, mein Freund. Die doch rein weiblich. Okay, Leute, okay. Hier, friss. Und nochmal Zeittag. Na. Schade, schade, schade. Und nochmal Zeittag. So, wie viel Erfahrungspunkte brauchst du noch? 1214. Scheiße, okay, die machen wir noch. Ich bin total ein Pokémon von Natur auch. Ich glaube schon. Das ist der Biss. Ja, aber Mautz. So, jetzt muss ich erstmal zurücklaufen, weil ich habe keine AP mehr.
Oh, das macht sie so, geht ihr hoch auf den Steg zu einem Schiff. In diesem Augenblick. Danke, danke, danke. Nee, warte mal. Wo war ich denn jetzt drin? Hier war ich drin. Also war ich hier drin. War ich hier drin? Okay, da wollen wir mal in Ruhe lassen. Er ist ein Agent. Psch. Locker easy, meine Freunde, locker easy. Arschloch. Einfach so im Weg stehen. Richtiger Typ. Oder Mautz, schaffst du das? Mautzi, tust du es schaffen? Au, 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 au. Volltreffer. Aber nicht sehr effektiv. Hm? Ist gerade schon eine Normalattacke? Warum macht denn der immer Volltreffer nicht schnell? Das ist doch scheiße von dir, du kleiner Panzer. Nimm mich mit. Der Biss! Arschloch. Oh, das dauert noch so lange, bis ich meinen Snubbelig gehört habe. Ist noch einer. Boah, das ist nicht dein Ernst. Noch eins. Yes. Das war gut, Mauzi. Das war wichtig, Mauzi. Gutes Mauzi. Nach einem Level, meine Freunde, nach einem verficktes Level. Dann haben wir endlich mein. Also, da habe ich endlich mein Snuplikett. Das war scheiße. Das war echt scheiße. Aber Mauls, ganz klar. Komm, Mauls. Mauls, enttäusch mich nicht. Mauls, du hast mich enttäuscht. Und der Tackle. Bam. Das hier bleibt ja geil. Das wäre geil, das wäre echt geil. Wie viele Punkte brauchst du noch? 2100. Oh, scheiße. Ich glaube noch irgendwo ein Trainer. War der hier? Bist du's? Bist du's? Oh, einer ist seekrank.
Jenny ist klar. Die Dialoge ist der Wahnsinn. Können wir machen in dem Part die komplette MS-Hanne? Habe ich jetzt einfach mal so festgelegt, ganz spontan. Weil ich würde gerne da noch ein bisschen trainieren. Zumindest alle auf 25, 26. Brauche ich eigentlich schnell. Tut mir leid. Es war nicht meine Absicht, dass ich sie von hinten. Sie wissen schon, was ich meine. So. Das Geile ist, wir können auch mehr Pokémon angucken, wie die aussehen. Das zweite Pokémon, was wir angucken können, ist hier auf der MS Anne. Das ist direkt. Hier drin. Na, klingt es daher. Auf meinen Pokémon-Reisen habe ich nie ein solch verschlafenes Pokémon gesehen. Es sieht ungefähr so aus. Oh, es ist ein Relaxo. So, jetzt haben wir aber Relaxo gesehen im Pokédex. Nice, oder? Nice. Ich weiß. Jetzt ein bisschen komisch noch in dem Part. Cool, Gardino. Scheiße, ich hab's falsche Pokémon von der. Okay, das hat schon gereicht für den Kohlschlag. Tintache. Aber wir haben ja ein gutes Mautz. Kacke. Ich hasse die Attacke in Lassen gehen, also die ist so scheiße. Und lästig und nervig und alles. Nehmen wir eine Runde Zartag. Dongolini. So, und bis. Das war gut. Das war wichtig. Scheiße, 400 Erfahrungspunkte. Leck. Und da haben wir das Pikachu, was ich gemäht habe. Und ich habe wieder vergessen, das Pokémon zu wechseln. Ah! Ich trottel. Wir machen es ganz einfach. Wir nehmen den Egelsam. Bevor er noch Doppelteam oder so eine Kacke nimmt. Den Pflanzenattacken zocken hier viele und Tackle habt ihr gerade gesehen, wie viel es zockt. Scheiße, das habe ich Egelsam genommen. Ich trottel. Ah! Ich hab wieder so schnell gedrückt.
Sehr gut. Egesam unvergiftet. Perfekt. Perfekt. Boah, das liegt ein Fliegenschiss. Ja, wenn du jünger wärst, bla bla bla, am Arsch, mein Freund. Ist er trotzdem gegen mich verloren. Ich bin viel besser als du. Und das weißt du auch ins Geheim. Oh, geil. Zum Glück sind ja noch ein paar. Oh, fuck. Zum Glück sind ja, glaube ich, noch 2 Kabinen oder so. Kanu. Sehr gut. Ja, setz ruhig Brille ein. Sehr schön. Hier haben wir das Bonita. Kann man nicht auch eigentlich Ruhepixeln? Wie dingt das? Es war so. Das ist. Das tut weh. Ich brenne. Du Haufen Scheiße. Kacke, der lebt noch. Nein, ich dachte, mein Zeitag reicht. Junge. Oh, das war ein Volltreffer. Nein! Mautz! Mach keinen Scheiß. Mautz. Scheiß drauf. Danke, Mautz. Och, geil. 500 Erfahrungspunkte. Nice, das sind 800. Und wie viel noch? Wie werde ich? Ins 2, ins 4. Genesung. Bam. So, geheilt. Weiter geht's. Sonderbobon gefunden. Sehr schön. Sie will auf eine Party. Meine Freunde, auf eine Party. Los, mein kleines Mautz. Oh, klassischer One-Hit. Klassischer One-Hit. Pikachu. Okay, mein Mautz. Stabil. Das ist stabiler Schaden, meine Freunde. Scheiße! Oh, geil! Oh, auf den Moment habe ich hingearbeitet. Die ganzen Party über. 5 Level kriegt in der Emissanne. Mach mal langsam. Nein, jetzt geht's richtig los, meine Freunde. Mautz entwickelt sich. Geil. Mautz hier wurde zu Snoopy Cat. Geil, einfach nur mega. Oh, ich freue mich richtig darüber. Richtig. Scheiße, warte. So machen wir, so wird ein Schuh draus. So, meine Freunde, was haben wir denn hier? Die sind einfach nur Rentner. Die haben auch nichts. Okay, hinten ist dann noch der. Jetzt ist der Rivale. Sollen wir denn. Wie sieht es denn aus mit meinen. Sieht eigentlich relativ gut aus. Gut, geht los, würde ich mal sagen, ne?
komm, zeig mir, wie dein Tauboga sich schmiegelt hat. Okay, der Ruckzuck-Kiebi ist jetzt nicht so von Erfolg gekrönt. Ja, stabiler Schaden. Alle Fälle mehr als das, was der austeilt. So, es hat ein Kadabra noch am Start. Das darf ich nicht unterschätzen. Radikal. Lass mal Nidoking machen. Mit der Hornattacke. Klassisch. Sehr schön. So wollen wir es doch haben hier. So wollen wir es doch haben. Kadabra. Lass es drin. Auch wenn es wahrscheinlich ein Fehler war. Und ab die Post. Level 25, sehr schön. Irgendwie kackt gerade meine Stimme etwas ab, merke ich gerade. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Silberblick. Ach, Glutexo. So. Sieht's aus, mein Freund. So sieht's aus. Mist. Naja, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Das ist eine Erkenntnis. So, mein kleiner Freund. Ich habe den Dialog mal weggelassen, weil er etwas verstörend für kleine Kinder wahrscheinlich ist. Der Seefahrer hat sich quasi einen Hexenschuss. Ihr seht, er ist etwas älter und betagter und ein 10-jähriger Junge soll ihn zärtlich im Rücken kraulen und ihr wisst schon, dass dieses Gewisse etwas, dieses Kribbeln hervorruft. Aber das habe ich jetzt mal außen vor gelassen, weil wir sind eine jugendfreie Sendung auf YouTubes. Ganz klar. Dafür haben wir jetzt das Schneider gekriegt. Und sein Rücken ist wieder topfit in Ordnung. Wir haben alles auf der Investorne gemacht. Und im nächsten Part werden wir uns dann den Major Bob stellen. Gegen sein übermächtiges Raichu. Das wird lustig, das wird spaßig. Ich freue mich schon drauf. Und ich finde es geil, dass ich jetzt mit Snoopy Cat wieder. Dass ich mit Snoopy Cat habe. Bye bye, Emsanne. Haut rein. Tutut. Ich sage mal, Spiel verkehrt. Links von unserer Seite ist dieses berühmte Auto, was dort steht. Was nirgendwo. Wahrscheinlich irgendwo aufgekitzelt ist, dass da ein Auto steht. Da steht einfach ein Auto in Pokémon. Ob das der Umzugsauto von der dritten Generation ist, man weiß es nicht. So, meine Freunde, das war die MS-Anne. Im nächsten Part gehen wir dann zum Major Bob, das wird lustig. Ich würde einfach mal sagen, wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht es sinnvoll. Bis zum nächsten Mal bei Pokémon. Die blaue Edition mit Samkibikatze. Meine Wenigkeit. In dem Sinne, haut rein. Und macht was Sinnvolles. Ihr kleinen Rabauken. Yay. Yeah.